Erstens, warum? Wenn der jemand versucht, ihn zu retten. Wenn es die guten Fireflies Willkommen bei den sind. Fireflies. Warum hat Tut Joe mir keine leid, Wunde? Peyton. Sie wussten nicht, wer du bist. Und Ellie? Es geht dir gut. Sie ist auch hier. Es war so ein langer Weg. Wie habt ihr es geschafft? Sie war es. Sie wollte es unbedingt. Vielleicht ist es auch Schicksal. Ich habe auf dieser Reise viele Leute verloren. Ich habe fast alles verloren. Und dann taucht ihr hier auf und wir finden euch gerade noch rechtzeitig, um sie zu retten. Zufälle Ja, vielleicht ist gibt's. es Schicksal. Bring mich zu ihr. Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Wir kümmern Schon uns. gut. Ich will sie sehen, bitte. Das geht nicht. Sie wird gerade für eine Operation vorbereitet. Was denn für eine Operation? Die Ärzte sagen, dass der Cordyceps, der in ihr wächst, irgendwie mutiert ist. Deshalb ist sie immun. Wenn er entfernt wird, können sie daraus einen Impfstoff entwickeln. Einen Impfstoff. Aber er wächst auf dem Gehirn. Das stimmt. Sucht jemand anderes. Es gibt niemanden. Hör zu, du zeigst mir jetzt. Aufhören! Ich verstehe dich. Aber was immer du gerade durchzumachen glaubst, ist nichts gegen das, was ich fühle. Ich kenne sie seit der Geburt. Ich habe ihrer Mutter versprochen, für sie zu sorgen. Wie kannst du das hier zulassen? Weil es hier nicht um mich geht. Oder um sie. Es gibt hierbei keine andere Wahl. Red dir diesen Scheiß nur weiter ein. Los, bring ihn hier raus. Wenn er sich wehrt, erschieß ihn. Das ist unsere einzige Chance, Joel. Das kann man ja sicher sein. Das sieht man ja an Corona. Wie schwer ist es, einen Impfstoff zu entwickeln? Ich sagte, steh auf. Na dann. Los. Verfick dich. Ich warte nur drauf. Wo lang? Was soll der Scheiß? Geh weiter. Na los, geh weiter! Wo ist der Operationssaal? Na los, red schon. Wo? 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 Oben. Den Gang runter. Ich würde jetzt nicht mehr reden, ey. Ist wortwörtlich. Der Schmuggler, er ist hier drin! Wie habt ihr denn drei Stück? Nur noch welche. Ja, wie fällst du aus, Junge? Holy fuck, wie fällt der denn aus? Hab ich jetzt nicht gerechnet.
Junge! Gibt's doch nicht. Durch Fenster schießen, oder? Ach, hey, du. Was kann man denn hier machen? Molly. Hauptsache, der hintere fängt an zu brennen, really? Der hintere kann anfangen zu brennen? Das bringt eigentlich nichts mehr, weil wir jetzt eh nichts mehr. Das ist das letzte Mission. So, je nach wird nichts mehr kommen. So, noch ein bisschen Story. Finden sie noch Gegner, okay. Ich weiß nicht, wie effektiv die Waffe halt ist, ne? So, also ich halt eben nicht, aber ich habe echt so. Ich fühle mich an Last of Us 2 erinnert. Oh, dann können sie noch ein paar Pillen, ne? Das ging wenigstens gegen die Wichser effektiv. Wo läufst du hin? Scheiße, wie sind denn das? Verdammter! Ach du Scheiße. Aufnehmen. Töten. Fühlt sich gut an, nicht? Ach stimmt, ich brauche noch Granaten und alles, ne? Ach du Scheiße. Ich hab ein bisschen und dann kommen wir hier ganz leer. Hallo?
geholt. Damit. Oh, schon bei ja. Sorry, das ist nicht mal effektiv. Muss ich mal sagen. Das ist nicht echt mal effektiv. Weil ich ganz ehrlich, was jetzt hier an Move. Ist glaube ich scheißegal, oder? Weil du eh. Mit Zeug. Stirb! Check mich nicht so. Wie viel Zeug wir einfach kriegen? Was ist auf den höchsten Schwierigkeitsstufen dann so hart hier? Dann stelle ich die anderen Sachen mir schwieriger vor. Junge, da lebt niemand mehr. Das bringt nur was, wenn du halt. Ne? Wenn du halt eben Vollgas hast, aber die haben wir ja nicht mehr. Haben wir schon alle umgelegt. Tja, mach noch eine Aufzeichnung. Okay. Ich habe ja glücklich wenigstens die Errungenschaft. Alle Türen geöffnet. Auch nochmal. Nochmal Upgrades, sage ich mal. Wir haben jetzt, glaube ich, gefühlt alles. Muni und so noch. Zack. Kann ja gefühlt hier Massenmord begehen. Ist hier kein Mensch? Oder alles evakuiert? Na, Jones am Maglauf hier. Ja. Wissen wir jetzt, wohin ich muss? Oh. Okay. Schön, wenn du besser treffen wirst, Joe. Ist der gerade der Shotgun aus der Distanz auf mich? Ernsthaft? Keine Muni mehr, aber wenn man noch einen Sniper noch. Ne? Zeig dich. Ich war fürs Girl. Die können wir echt einfach mitnehmen.
Krass. Schön. Was wir alles gerade gekillt haben. Hi, Schatz. Hundschiff Damage bekommen. Da kommt noch eine Tür oder wir haben einfach eine übersehen. Also hat schon doch recht mit meinem. Wird nicht großartig was mit. Nein, mit Dingensbummens, mit Errungenschaften hier in dem Spiel bei mir. So, aber die also was kriegen hier. Nein. Let's go. Ach. Jetzt haben wir uns auch hier ein bisschen löschen können. Vor allem ein Rollending. Ja, den Raum. Das hier sollten wir vielleicht aus dem zweiten Teil denken. Also hier sah es aber Ellie mehr aus. Marlins auf einer Aufzeichnungsgerät, okay. Ja, den Raum kennen wir zu Genüge aus dem zweiten Teil. Hier hinter ist der Saal, wo Ellie festgehalten wird. Großer Gott! Doktor? Was machen Sie hier? Was macht ihr hier? Ich gebe sie Ihnen nicht. Hör auf. Denken Sie an die Leben, die wir retten können. Unsere Zukunft. So, das hat aber keine Ausfolge. Ja, ich würde gerne Ellie mitnehmen. So. Komm her. Ich hab dich. Punkt, ein Knopf drücken, der mich angezeigt wird. Oh Mist. Zurück! Zur Genüge. Ich hab dich. Na los. Oh. Wo lang? Das war ein Joker, oder? Alles okay. Alles okay. Alles okay. Ich laufe einfach. Er scheint gut zu sein. Ich sag dir zurück. Aua. Aufzug funktioniert noch. Komm schon, komm schon. Du kannst sie nicht retten. Selbst wenn du sie hier rausschaffst, was dann? Wie lange, bis sie von ein paar klickenden Stücke gerissen wird? Oder bis sie vergewaltigt und ermordet wird? Das ist nicht deine Entscheidung. Sie wollte das. Und du weißt es. Hör zu. Du kannst hier immer noch das Richtige tun, Joel. Sie wird gar nichts spüren. So, als wirken, als hätte er sie da gelassen. Aber selbst wenn er es getan hätte, er wäre nicht rausgekommen. Aber was sind das für Klamotten? Bleib einfach liegen. Die Betäubung wirkt noch. Was ist passiert? Wir waren bei den Fireflies. Es gibt noch viel mehr Leute wie dich, Ellie. Sie sind auch immun. Es gibt Dutzende von ihnen.
Es hat aber rein gar nichts gebracht. Wir haben aufgehört, nach einem Heilmittel zu suchen. Wir fahren nach Hause. Tut mir leid. Warte! Tu das nicht! Bitte. Du würdest ihm nur folgen. Und jetzt habe ich mehrere Sachen. Wieso will im zweiten Teil ihren Tod keiner rächen? Sondern nur den Tod von diesem scheiß Arzt. Und zweitens, wie kann Ellie ihm jetzt zum jetzigen Zeitpunkt das so glauben? Ich meine, schließlich, selbst wenn sie alle da waren, hätte sie sich einer von den anderen verabschieden können, ne? So nach Motto. Der müsste jetzt nicht unbedingt zwingend weg. Ja. So, und wir spielen Epilog. Okay, das wusste ich nicht. Immer geradeaus. Okay. Eigentlich ganz schön hier, oder? Ja. Das erinnert mich jetzt ein bisschen an die Stories, an die Flashbacks mit Joel von Ellie. Ich bin doch schon alt. Ich entschuldige schon wieder. Ich hab's dir noch nicht erzählt, aber Sarah und ich sind viel so gewandert. Sie war fit. Ich musste mich anstrengen. Ich glaube, ihr hättet euch gut verstanden. Ich glaube, du hättest sie gemacht. Und ich glaube, du erzählst nur so viel jetzt davon, um abzulenken. Oh, Jacksonville. Schau mal da. Wir sind fast da. Ja, im Grunde startet dann hier der zweite Teil, ne? Es ist nicht mehr weit. Das ist ja okay. Wir haben auch keine Waffen mehr und so, deswegen glaube ich schon, dass wir mal auf Gegner treffen und so. Oh. Helf mir hoch, Joel. Hier, ich helfe dir. Ups. Okay, na komm. Hey, warte. Damals in Boston, als es mit dem Biss war, da war ich nicht allein. Meine beste Freundin war da. Sie wurde auch gebissen. Wir wussten nicht weiter. Und sie hat gesagt, sitzen wir es aus. Weißt du, wir reden noch ein bisschen und sterben dann zusammen. Tja, ich warte immer noch drauf. Ellie. Ihr Name war Riley und sie musste zuerst sterben. Und dann war es Tess. Und dann Sam. Nichts davon ist deine Schuld. Nein, du verstehst das nicht. Ich hatte viele Probleme mit dem Überleben. Aber was auch passiert. Und man findet etwas, wofür es sich lohnt zu leben. Und ich weiß, dass du das jetzt nicht hören willst. Schwör mir, dass alles, was du über die Fireflies gesagt hast, wahr ist. Ich schwör's. Sie weiß, dass er lügt, oder? Ja, da haben wir es geschafft. Boom. Last of Us, Ast 1 im Remaster durchgespielt. Deutlich schneller als der zweite Teil, natürlich.
Und ja, wollen wir zum Fazit kommen? Ja, wollen wir, ne? Ja. Ich fand das Spiel gut. Gameplay-technisch hätte es ein bisschen ausgefeilter sein können, dann würde es noch mehr Spaß machen. Also ein Spiel sollte ein Spiel sein, Spaß machen, nicht sich dadurch definieren, besonders realistisch zu sein in dem Sinne. Finde ich nicht gut, weil irgendwann hast du zwar die Realismus-Schiene hochgefahren, aber dann geht der Spielspaß extrem nach unten. Dann sie Red Dead Redemption und so weiter und so fort. Von daher. Hat Vor- und Nachteile, sagen wir es mal so. Ja, aber das Spiel an sich. Es hat sich eher angefühlt wie ein Film. Und diese Gameplay-Szenen waren eigentlich nur drin, um halt damit zu spielen. Ich habe das Spiel damals nur als Let's Play geguckt gehabt, habe selber angefangen zu spielen, damals auf der PlayStation 4 normal. Fand's mega kacke, weil es scheiß FPS und Steuerung war nicht so gesagt alles. War kein guter Einstieg für mich. Ich habe eine Let's Play geguckt und Gameplay durchs Let's Play fand ich es geil, weil ich es nicht selber gespielt habe. Jetzt habe ich es selber gespielt, habe ich gemerkt, so, das fühlt sich doch echt an wie so ein Spielmovie, sagen wir es mal so, oder ein Game-Movie. Das ist jetzt Gameplay-Szene eigentlich nur da sind, um halt, dass es wirklich ein Spiel ist. Wie gesagt, das fällt mal, wenn man es ins Let's Play guckt, fällt das einem gar nicht so auf, muss man sagen. Ist aber trotzdem kein schlechtes Spiel, aber dieses oberkrass gehypte Game wie wie es damals war, in Krisen wurde und alles, oder jetzt nur in Krisen wurde, finde ich nice, ist es nicht. Es hat coole Entscheidungen, es hat aber jetzt auch schon komische Entscheidungen gehabt, sage ich mal. Und jetzt sagen wir so, der zweite Teil basiert dann, sage ich mal, auf den zu kleinsten Nenner, sagen wir mal so. Hätten sie jetzt gesagt, jo, wir wollen jetzt mal ihn rächen. Die ist eher verstunden als diesen verkackten Arzt. Bin ich ehrlich. Na gut, wir haben durch Flashbacks heute im zweiten Teil dann erfahren, wie wichtig der Arzt für manche war und so. Ja, aber Berlin war deutlich wichtiger. Was hätten sie jetzt so gut gemacht? Joel hat die Fireflies zerschlagen. Jo, hätte ich gesagt, jopp. Das stimmt. Alles klar, die Hunde sind Food Patrol. Trumpet? Vielleicht heißt das nicht Trumpet wegen Trump, ey. Boah, das wäre ekelig. Puh, ja. Ansonsten fand ich es gut. Auch die Atmosphäre war gut im Spiel. Grafik war auch doch dafür das Spiel von 2013 bis 2014 ist das Remastered. Ja, auch interessant, dass ein Remaster innerhalb von einem Jahr rauskommt. Fand ich ein bisschen komisch, aber gut. Halt alte Konsolengeneration, neue Konsolengeneration. Dann wiederum kannst du irgendwie Verschöpfungen aushalten können. Ja, wir warten einfach, aber ja, natürlich haben wir ums Geld gekriegt. Ja. Das war schon mit den Credits. Da waren die schnellsten Credits der Welt. Nee, Deutsch, okay. Ja. Ansonsten. Oh, ich oben. Den Balken seht ihr. Sieht man den OPS? Sehe ich den Balken nicht. Also, da sehe ich die ganze Zeit jetzt am Bildschirm rum, die seht ihr nicht. Komisch. Ja, ich muss aber sagen, vom Aufwand her und von der Story her und so weiter und von den Emotionen her fand ich den zweiten Teil eigentlich sogar ein Ticken besser. Weil die Charaktermodelle deutlich besser ausgearbeitet waren und alles und sie haben auch nochmal relativ menschlich fungiert, sagen wir es mal so. Ja, aber ich glaube, das lag aber auch daran, dass ich den Zweiten das besser gut spielt, auch im Zweiten deutsch besser reingekommen mit der Steuerung. Das muss ich sagen, die Steuerung war im Zweiten nochmal deutsch besser, weil man noch Rallye gespielt hat, die war ein bisschen agiler und so weiter, denke ich mal. Deswegen denke ich da so drüber. Aber war jetzt eigentlich auch mal interessant, diesen Blick zu haben, erst den Zweiten Teil gespielt zu haben und dann den ersten komplett, weil man dann einfach mal diese Kritik, die Leute an den Zweiten Teil geäußert haben, mal Revue passieren konnte und dann. Muss man sagen, klar, zum einen Teil stimme ich dem zu, aber zum anderen finde ich das aus der Gameplay-Sicht, fand ich den zweiten Teil deutlich geiler. Muss ich aber sagen, da fand ich den zweiten Teil deutlich geiler.
Die ganze Story war vielleicht ein bisschen langgezogen im zweiten Teil, ja. Und den Abby-Part, den fand ich auch nicht unbedingt so gut. Am Ende fand ich den Abby-Part aber eigentlich vertretbar und okay, weil man vieles erfahren hat. Wie gesagt, wenn man kein Interesse an der Person hat, kann man sagen, jo, ist halt kacke für dich. Schon, ja. Also wenn man an Abby kein Interesse hat, weil sie halt nicht getötet waren, das ist zum 99%, glaube ich, die Reaktion darauf. Aber, ja. Man könnte, hätte aber genauso gut sagen können im zweiten Teil, ich will Ellie nicht spielen, weil Ellie sich im zweiten Teil auch komplett gewandelt hat. Von daher, ja, ne. Wie man eigentlich mit der Geschichte eben nicht so gut. Am Ende haben wir aber eigentlich eine Spielereihe aus zwei Spielen, die eine relativ düstere Story auch erzählt hat. Eine sehr düstere Story eigentlich. Eigentlich mit auch kein Happy End. Allerdings war, ich glaube, deswegen wird das Spiel auch so gehypt, weil es immer was anderes. Sonst hast du immer die gleiche Sache, hier Mensch will Welt retten, rettet die Welt und so weiter. Und hier war einfach, zum Endeffekt einfach gar nichts passiert. Die Welt wurde nicht gerettet, die Welt ist auch nicht untergegangen, die Welt geht einfach weiter mit dem Spiel, also die Spielwelt an sich. Was interessant ist, aber im Endeffekt, all unser Handeln bedeutungslos gemacht hat, sage ich mal so, ne? Sie hätten eigentlich den Part ab Jackson will einfach auch sagen können, nö, machen wir nicht mehr bei mir. Wäre im Endeffekt dasselbe Ergebnis gewesen vom Spiel her. Deswegen war der Part ab Jackson wahrscheinlich auch so wenig nur noch. Ja. Ich fand das Spiel an sich eigentlich ein bisschen zu kurz schon, muss ich sagen. Also ich fand die Abschnitte zwischen dem Fall gegen Ende fand ich Abschnitte dann doch relativ wenig. Man merkt einfach nur, das Winterding, das war ja wirklich einfach nur Hirschjagen, Zwischensequenz. Gefangen sein, kämpfen, bisschen schleichen, kämpfen, Zwischensequenz, fertig im Grunde. Das ist zumindest eine Part. Der zweite Part war dann halt, ne, flüchten, kämpfen, gefangen werden nehmen, flüchten, Bossfight, wenn das mit Joe ein paar Leute auseinandernehmen und verhören, dann wieder Leute auseinandernehmen. Das war also der Winterabschnitt im Grunde zusammengefasst, ne, als Beispiel. Da fand ich dann deutlich mehr dazwischen bei dem zweiten Teil. Beim zweiten Teil konnte man auch viel mehr erkunden, muss man sagen. Die Leute hatten viel mehr Bedeutung. Da hat man dann halt, sag ich mal, in jedem Haus schon gefühlt fast eine Story gefunden. Und hier beim ersten Teil war einfach nur ein Haus mal ein Loot-Ding. Das war's. Ja, aber ansonsten. Ja, ich bin zufrieden. Ich bin jetzt froh, dass ich das Spiel doch mal durchgespielt habe. Und deswegen eigentlich schon ins Herz legen. Man muss sich aber, wie gesagt, mit der Steuerung auseinander fixen. Deswegen hätte man eigentlich auch so ein Cutscene-Movie eigentlich machen können daraus, weil müsste man nicht sich mit dem Gameplay, was halt nicht so gut ist, wegen Designentscheidungen, nicht auseinandergeschlagen haben, ne? So, wir haben es geschafft. Haben wir jetzt irgendwie New Game Plus bekommen oder so? Ah, oh, neues Spiel Plus, ja. Gibt's tatsächlich. Also können wir jetzt mal im Multiplayer-Spiel. Multiplayer gibt's auch noch. Den müssten wir auch noch machen für die Option. Für die Trophäen. Die Trophäen, ja. Ja, ich habe zwei Stück in dem Spiel. Wie gesagt, Left Behind, das werden wir auch noch spielen. Das hat noch ein paar. War wahrscheinlich auch nur hauptsächlich. Ich spiele auf verschiedenen Schwierigkeitsgraden. DLC. Ach, ein Erbauungsmodus gibt es jetzt auch hier. Wurde jetzt eingeführt wegen Last of Us 2. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall hier. Und alle Sammelobjekte im Grunde. Dann öffne alle Türen. Eine habe ich anscheinend übersehen oder so. Rüste Joel komplett mit Zusätzen auf. Dann habe ich das eigentlich nicht bekommen. Wo gab es noch einen Rüst? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich habe da eigentlich alles gemacht gehabt. Na Gott. Verbessere alle Waffen, ne? Das machen wir wahrscheinlich mit New Game Plus halt eben. Wenn man einen freiwilligen Sprecher hat, habe ich, glaube ich, zwei geskippt gehabt. Was haben wir hier noch? Überlebe alle Witze Ellies. Keine Ahnung, was damit gemeint ist. Und dann halt hier. Wir haben es halt auf gleich gespielt gehabt jetzt. Und es gibt halt noch 50.000 verschiedene. Alle Schwierigkeitsgrade in dem und dem Modus spielen. Und dann halt noch jede Menge Multiplayer-Sachen. Deswegen fand ich es ein bisschen kacke, diese Dingens, sage ich schon. Ich spiele mir nicht auf 100% spielen, keinem Dingens, deswegen, vor allem, dass du dann den Erbarmungsmodus, dass wir den erbarmungslosen Modus zum Beispiel extra jetzt haben, als Beispiel, warum, naja.
Deswegen, keine Ahnung. Wir haben jetzt aber das Spiel durchgespielt. Wir müssten jetzt eigentlich die Boni freischalten können. Filmsequenzen, da können wir uns natürlich alles mal angucken. Was passiert ist, Konzeptgrafiken. Achso, muss ich das kaufen. Freischaltbares. Ja. Schwarz-Weiß. Will ich kaufen, was immer das bringt. Ich kaufe es einfach mal. Render-Modus aus, weil da kann ich jetzt verschiedene Grafikdinger nehmen oder was? Galerie, infizierten Konzeptgrafiken, Comic-Galerie. Der Boni, diese gehe ich gerne erst gekauft, wenn du alle Comics gesammelt hast. Ja, toll, danke. Nehmen wir einfach mal den hier. So. Und den noch nehmen, den noch nehmen. So, was haben wir hier damals? Designs. Die kann ich auch alle nicht. Ja. Was alle freischalten oder was? Scheinbar. Wir machen. Aber wenn ich das Spiel auf Spiel durchgespielt habe. Wir gucken mal, wir kaufen einfach mal alles und gucken uns das mal an. So. Galerie. Konzept. So, jetzt haben wir hier. Ah, einfach nur ein paar Bilder. Im Grunde. Man schon kennt, kannte. Nehmen wir das immer ein Vollbild. Hier ist die Klinik. Oh. Mit Mensch, ohne Mensch. Auch ein bisschen anders beleuchtet, okay. Ja, das ist halt der letzte Flur, den wir gekämpft haben. Dass Joel einfach mal eben so durch die ganze Armee gegangen ist, ne? Ah. Jetzt ja, das frage ich mich so, gibt es jetzt noch einen Abschnitt gegeben, wo Ellie alleine gegangen wäre? Ah. So, Charaktere. Progress. Das ist eigentlich cool. Ja, sowas, so eine Szene hat mir noch gefehlt eigentlich. Wirklich so eine richtige. Jo. Ja. Sie haben sich echt Gedanken gemacht, ein paar Leuten. Sie kommen auch relativ zu wenig vor, fand ich. Der Bill, ein Charakter. Übrigens schwules, ja, wurde nicht aus dem Spiel, wurde er minimals, haben die Leute wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, dass darüber sowas gemacht wird. Oh. Ist sie jetzt, wo er sich verwandelt oder was? Oder ist wo wir ihn wegballern? Nee. Okay, so die Zeichnung hätte ich jetzt nicht erwartet gehabt. Hm. A, B oder C, welchen Charakter wollt ihr? Ich glaube, es ist am Ende B geworden, oder? Ach, was haben wir denn da? Hätte Ellie noch jemand treffen sollen? Oder ist das nochmal eine Familie? Nein, was komplett anderes. Ah, das sind wahrscheinlich die Fireflies. Ah, das ist die Szene, wo Joel verletzt ist, ne? Ja, Warthog. Und die ist ja. Tja. Okay. Ah, das sind die Infizierten jetzt. Was sag ich da so? Ein anderer, egal, ein Kopfschuss. Was denn, eine Gabel? Was? Okay. Sieht schon verdammt cool aus. Warum sind solche Charaktermodelle nicht im Spiel angelandet? Warum gab es dann gefühlt irgendwie, zum Beispiel in den Zombie, in dem Wintergebiet, den Zombie mit der lila Winterjacke, den haben wir da bestimmt 10-mal abgeknallt. Oh. Wenn man hat der Pilz dein Gehirn gefressen und dein Schild platzt auf, oder was? Ja. Ja. Wie welche Richtung willst du das Shield, oder was? Sieht schon verdammt cool aus. Ja, da, die Stelle meinte ich da. Die Dinger, die in Eventfest waren. Die haben wir da im ersten Teil keines Mal gehabt. Die waren aber hier schon Konzept. Gab es erst im zweiten Teil. Ja, die Blaude, die waren ziemlich nervig. Ist der Gedärme rausgerissen oder was? Hm. Und die Feature gab es gar nicht. Die sehen aber auch creepy, sehen aber creepy aus. Also was sehe ich, das haben wir auch im zweiten Teil gehabt erst, ne? Ja, vor allem so was. Wird hier teilweise aufteilt. Oder das? Da was für Aliens die vorhatten hier. Coole Ideen und warum ist davon nichts einfach im Spiel gelandet? Ja, da sind auch zum Beispiel zwei zusammengewachsen. Warum gab's das nicht? Ja, wie sich einer verwandelt oder wie? Ach, sind schon durch. Schade.
Ja, mega cool Konzeptzeichnung von den Infizierten, ey. Die hätte ich echt gerne alle mal im Spiel gesehen, so. Die haben sich echt Gedanken gemacht um die Infizierten. Nichts davon ist im Spiel gelandet. Schade. Ach, guck mal, jetzt haben wir... War das Messer von Ellie schon vorher in dem Fenster? Glaub nicht, oder? Ah. Ich meine, wie gesagt, das hat sich auch damals mit dem Boot ja geändert. War erst ein Boot im Wasser, dann am Ende war es, glaube ich, ein Boot am Strand, wenn ich mich nicht täusche, oder ein Boot am Schiff. Ich weiß nicht mehr genau. Ja, gut, genug geredet. Laut dem Geschmack das Spiel. Gameplay-technisch, das hat Schwächen. Es ist aber kurz und knackig. Aber hätte trotzdem am Ende eigentlich besser ein Film werden sollen als ein Spiel. Glaube ich, da hätte es noch besser eingeschlagen werden können. Da wäre es noch besser eingeschlagen. Aber es hätte nicht so ein Spiel werden sollen wie jetzt hier Detroit Become Human oder wie hieß es noch? Beyond Two Souls. Auch der Origami Killer, wie ist das Spiel? Das Spiel nochmal. Oder Fahrenheit. Als das Spiel hat. Das ist immer der Origami Killer, wie heißt das Spiel nochmal? Ich komme gerade nicht drauf. Hab ich das nicht? Muss ich das jetzt installiert haben? Ist auch passiert. Bibliothek. Kauft. Ein paar Spiele. Heavy Rain, genau sowas. Heavy Rain. Deswegen. Ja, gut, wie gesagt, wir haben das abgeschlossen. Wir werden noch Left Behind spielen. Eine Nebenstory. Die während der Ereignisse von Last of Us stattfindet. Nur empfohlen für Spieler, die Hauptstory abgeschlossen haben. Was ich davon, wie gesagt, Left Behind habe ich persönlich noch nicht gesehen, weil es für mich einfach nur so ein bisschen Mädchen rum Blöderei war. Im Grunde geht es ja nur um zwei Mädchen. Aber wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe, spielt das während der Zeit, wo Joel ausgenockt ist. Da treffen wir angeblich mal anscheinend mal Lene wieder und wir arbeiten ein bisschen rum, Albert ein bisschen damit herum, mit ihr rum und dann kehren wir halt wieder zurück. Und warum sie sich ja getrennte Wege gehen und so weiter und nicht weiter zusammenarbeiten, keine Ahnung, das werden wir dann wahrscheinlich herausfinden, aber irgendwie ein bisschen komisch wirkt das so für mich jetzt auf den ersten Blick, aber wir schauen es uns natürlich an. Und es ist in der nächsten Folge, also sehen wir uns da wieder. Also, genug gelabert, haut rein, ciao, ciao.